Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 17. Februar 2021 bereits mit einer Legung für dich und zwar mit den Karten von Gilded Reverie Lenormand Karten. Eine große Legung oder auch eine große Tafel oder große Blatt genannt. Also ich lege hier die Karten aus und wir wollen jetzt einfach auf die Charaktereigenschaften deines Gegenübers und auch über dein Charaktereigenschaft auch also ausführlicher eingehen. Und ich werde diese Legung Seelenpartner Identität benennen und zwar wie sagt man das Englisch? Identität oder wie? Ich sage euch auch, wie ich dazu kam. Aber jetzt natürlich möchte ich dich bitten, dass du erstmal deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst und während ich die Karten mischen werde, dass du mir deine Gedanken zusendest. Und dann erzähle ich auch, wie ich da drauf kam. Schließe deine Augen. Konzentriere dich erstmal auf deinen Seelenpartner, jede für sich, ja, und sendet mir eure Gedanken zu. Natürlich ist das eine allgemeine Legung. Trotzdem versuche ich mit meiner Intuition ihn zu beschreiben, so von seinen Charakterzügen und Eigenschaften und seiner Identität, so wie es hier über die Karten zu uns kommen möchte. So, auf geht's. Was sollst du über deinen Seelenpartner wissen? Ja, sehr schön. Also, du sollst über diesen Menschen wissen, dass es eine Eigenschaft ist. Also, der ist wirklich jemand, der sehr loyal ist. Also, wenn du ihm ein Geheimnis anvertraust, der wird auch niemals dieses Geheimnis einfach so ausprobieren. Plaudern. Und er legt auch einen großen Wert auch auf die Freundschaften. Also er pflegt seine Freundschaften generell und allgemein. Und so ein bisschen kann ich auch sagen, dass der auch so eine leichte verspielte Ader hat. Also dass er Romantik mag, dass er die schönen Dinge mag, dass er halt auch ja, also das schöne Ambiente, schöne Atmosphäre auch mag. Also auch jemand ist, der vielleicht auch gerne Blumen verschenkt oder auch gerne Blumen geschenkt bekommt. Womöglich auch eine Offenheit für Kunst oder für Literatur vielleicht auch hat. Also was das Schöne auch mag, also so auch so einen poetischen Ader auch so ein bisschen hat. Und er hat im Grunde hat er eine total warme Charaktereigenschaft. Also wenn er so irgendwie im Raum kommt, also dann strahlt die Sonne. Also der hat eine Ausstrahlung, was also auch andere Menschen also positiv beflügelt und auch so eine gute Laune verbreitet oder macht, so nehme ich ihn jetzt hier generell wahr. So, also im Grunde ist er aber, wenn er in bestimmten Situationen gerät, ja, oder in bestimmte Situationen kommt, ist auch recht schon schnell überfordert. Dann überkommt ihm so eine Nervosität und auch so natürlich aus der Nervosität heraus, also fehlt die Gelassenheit hier, dann macht man vielleicht auch Fehler oder reagiert man aus dem Affekt. Also das ist dann so ein bisschen
Ja, so flatterhaft, sage ich jetzt mal einfach. Wenn jetzt so eine Unruhe überkommt, dann macht er so totale Fehler und dann ist er aufgeregt und ist ihm aber auch immer sehr wichtig, wie er so von außen wahrgenommen wird, dass die Menschen von ihm bloß keine Gerede oder dass die nicht über ihn reden. Da legt er auch so ganz, ganz besonderen Wert darauf. Also im Grunde ist das jemand, der total bodenständig ist und wirklich auch in der Realität lebt. Also er sagt lieber, auch wenn er hier diese Wärme ausstrahlt, also ist jemand, der sagt lieber, habe ich den Spatzen in der Hand wie die Taube auf dem Dach. Also das ist jemand bodenständiges, der auch wirklich alles, also an seine Eigenschaften auch wirklich greifbar und erklärbar haben möchte. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit zwischen euch, dass er eure Verbindung auch so nicht real einstufen kann. Also er spürt schon sehr viel, aber für ihn zählt es diese gelebte, reale, bodenständige. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Ja? Also ist jemand, der total liebevoll ist, der also wirklich ein großes Herz hat und seine Gefühle wirklich so auch so zeigen kann. Also die Gefühle fließen auch. Also die Gefühle zeigen oder aussenden. Also er kann das schon vielleicht auch mit seinem Blick, mit seiner Gestik, mit seinem Humor, mit seinem Bewegen, kann der das auch wirklich so für dich rüberbringen oder auf die Menschen transportieren. Da ist jemand, der sehr so ein bisschen kleinig auch ist, sage ich jetzt mal einfach, der so Wert auf Detail legt. Also es kann jetzt jemand sein, der wirklich so bestimmte Dinge nicht so schnell vergessen kann, dass er da immer noch vor seine Lupe hält, oder jemand, der wirklich genauer hinschaut nochmal, also auch bei den Verträgen, bei allem, also nochmal eine genaue Hinsehensweise auch hier also hat, dass er also sehr kleinig ist. Also es könnte jetzt auch wirklich so eine Pingeligkeit vielleicht hier mit auf dem bei dem einen oder den anderen auch der Fall sein. Also, er möchte immer eine Verbindung zu bestimmten Menschen haben. Also ist nicht jemand, der so wirklich Kontakte komplett abbricht, der pflegt immer wieder Kontakte, das ist für ihn total wichtig, also seine Freundschaften, bei den Verwandtschaften, also dass er wirklich immer so ein Stück weit das Hintertürchen, also die Brücke aufhält, also dass man da auch immer wieder miteinander kommunizieren auch kann. Also das ist jemand, der vielleicht auch schon eine sehr alte Seele hat oder der schon wirklich seit vielen Inkarnationen hier auf der Erde ist. Aber auch jemand, der auch wirklich Gemütlichkeit auch genießt, der auch viel Zeit für bestimmte Dinge im Leben nimmt, also für seine Wünsche oder für sein, was er auch gerne macht oder für seine Familie generell, dass er hier also gerne die Zeit auch nimmt, ja, also die Muße dafür auch hat, ja. Also Karma, also ihm ist das auch bewusst, dass vieles, was in seinem Leben passiert, dass es auch diese Ursache- und Wirkung-Prinzip auch mit ihm zu tun hat. Also ihm ist das sehr bewusst. Und ich nehme hier auch eine von Grund aus so ein spirituelles Verständnis, was er schon mit sich selber mitbringt. Also das finde ich großartig. Und er ist auch nicht jemand, der alles so schnell abhakt, sondern jemand, der schon alles sehr gründlich überdenkt, über die Dinge auch mal eventuell auch länger grübelt und nachdenkt, bevor der eine Entscheidung trifft. Also der genießt die kleinen Momente im Leben, dieses kleine Glück, ja, und also das erkennt er auch wirklich in allem. Wie erkennt er das auch? Dass halt auch wenn was
nicht so lange dauert, kürzer dauert, dass er gerade in dem Hier und Jetzt lebt und in diesem Moment alles genießt. Also, er ist schon jemand, der auch gerne Neuanfänge beginnt, jemand, der auch vielleicht neue Projekte wagt oder sich an Aufgaben rantraut, wo es wirklich eine komplette Neuausrichtung hier braucht. Also das ist hier, die Störche symbolisieren immer dieses Aufbruchstimmung. Also der hat im Grunde eine Risikobereitschaft, also im positiven Sinne, wenn er neue Projekte beginnt. Also so nehme ich das wahr, also dieses Aufbruchstimmung, so nehme ich ihn wahr. Und ja, und er setzt sich auch selber also schon hohe Ziele. Also er hat eine hohe Erwartung oder ein hohes Ziel an sich selber und er greift auch gerne nach den Sternen oder nach oben. Ja, so. Also da ist auch schon jemand, der also sehr gut schreiben kann, der sich sehr gut artikulieren kann, vielleicht auch seine Gefühle aufschreiben kann, vielleicht auch so ein bisschen also mit der Literatur sich befasst oder halt auch sehr belesen ist oder solche, ja, vielleicht auch seine Gedanken auch niederschreibt. Also das ist schon jemand, der gebildet ist. Also ist kein dummer Mensch, so in dem Sinne gesagt, ja. Dein Seelenpartner ist ein häuslicher Typ, der auch wirklich sein Zuhause und sein Heim, ihm sein Basis sehr wichtig ist, denn daraus schöpft er die Kraft. Also von seinem Zuhause, aus seiner Basis schöpft er die Kraft. Und also auch fürs Arbeit. Das ist so seine feste Anker. Also sein Zuhause, also gibt ihm die Stabilität und der Halt, also dass er auch in seinem Beruf erfolgreich ist. Also er braucht einen sicheren Hafen, um wirklich erfolgreich zu sein. So. Also, dein Seelenpartner hat auch wirklich eine Grundoffenheit, also das symbolisiert dich oder was schätzt er an dir? Also, er schätzt an dir so deine Ausstrahlung in erster Linie, dein Sexappeal, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein und deine gewisse Unnahbarkeit, also diese Kühle, Distanz, was du auch mitbringst, vielleicht auch deine Sinnlichkeit, ja, deine pure Weiblichkeit, ja, das schätzt er an dir und da hat er auch eine Grundoffenheit und diese Ausstrahlung, wie er auf ihn wirkt, ist auch so ein bisschen triggert auch in ihm die Bereitschaft für eine komplette Neuausrichtung an. Also er kann sich vorstellen mit dir, also mit so einer Frau wie du, mit dieser Charaktereigenschaft kann er sich vorstellen, also wirklich sich komplett neu zu orientieren, vielleicht eine komplett andere Richtung zu wagen. Eventuell auch in einem anderen Land oder einem anderen Ort komplett einen Neubeginn zu starten. Also 180 Grad würde ich fast hier schon sagen, dass er bereit wäre, wirklich um 180 Grad in seinem Leben sich zu verändern. Ja. So, er sucht noch nach Möglichkeiten, nach Lösungen momentan. Fühlt er sich jetzt recht was gefangen oder seine Gefühle verbirgt er noch im Käfig, also und seine ursprüngliche Identität, was also seine Schätze, was er alles in sich selber hat und sucht aber nach Möglichkeiten, nach Mittel und Wege, wie er das leben könnte. Also zwischen euch ist allerdings noch oder liegt zwischen euch eine gewisse Entfernung, eine Distanz. Und er ist auf der Suche, also wirklich diese Herausforderung anzugehen. Oder er liebt Herausforderungen in seinem Leben
und Herausforderungen oder jetzt so wie dieser Berg hier, die Aufgaben sind für ihn eine Herausforderung, was er auch natürlich auch lösen kann. Also da ist jemand, der immer die passende Lösung bei jedem Problem, bei jeder Aufgabe findet. So, das war jetzt zur Einführung über deinen Seelenpartner. Wie komme ich jetzt auf der Seelenpartner Identität? Identität, Identity, wie sagt man das? Also ich hätte gerne jetzt mal im Translator geguckt, aber wie gesagt, mein Speicher ist so voll, dass ich da die Translator-App löschen musste. Alles gut, ich habe so viel, wo ich mich nicht so wirklich trennen von kann. Aber ich erzähle euch denn, wie ich dazu kam. So, er macht sich auch jetzt zurzeit viele Gedanken, denn er trägt noch eine Maske und es spielt sich vieles in seinem Leben, also hinter den Kulissen im Verborgenen ab. So, wie ich auf dieses Identität kam. So, ich hatte gestern einen Livestream tatsächlich gegeben, hier, ja, also ganz spontan, unverhofft kommt oft. Es war eine tolle Legung, super. Und ich denke auch immer, warum ist das alles so unscharf? Das hatte ich schon wirklich vor einigen Monaten schon mal oder vor einem Jahr. Und tatsächlich war ein Fingerabdruck auf der Linse. Ja, und dadurch konntet ihr das nicht sehen. Und das war alles verschwommen. Und ich habe dann halt mit jemandem darüber gesprochen und diejenige sagt, naja gut, dann hat das Video so seine eigene Identität. Ja, Identity oder Identität. Wie sagt man das? Schreibt ruhig in den Kommentaren richtig. Also ihr seid schon eigentlich gut unterwegs. Also ihr könnt mich unterstützen dabei, wie man das auch ausspricht. Versucht mir das bitte nochmal in den Kommentaren zu schreiben. Ja, und so kam das, dass ich diese Legung auch, also ich bekomme die Botschaften und die Hinweise, auch natürlich auch von euch, aber auch von den Engeln und von dem geistigen Welt auf verschiedene Art und Weise, ja. Und ich folge wirklich immer meine Intuition, was mir eingegeben wird und gucke nicht, was die nächste Kollegin von der Titel wählt, sondern mach so mein eigenes Ding. Und das macht mich so besonders, ne? Ich weiß das ja und ich finde das gut, denn ich sage immer, mit ist ja nicht so toll, ne? Also da hat man irgendjemand dann halt nachgemacht, mach dein eigenes Ding und dann ist es gut. Also deine eigenen Fingerabdruck auf der Kamera, auf der Linse, dann kann das keiner verfehlen, ja? So gut, oder? So, und ich habe heute hier auch ein Herzchen hier für euch angezogen, da es gestern wirklich so doll diese Lebensschwingung an dem Portaltag war. Ach du wei, wei, wei. Ihr habt euch gewundert, warum ich so in dieser Leichtigkeit war. Es waren halt die Energien, aber das ist doch gut, ihr merkt, ja, es ändert sich auch was, ja. Und wo ich mich drüber besonders freue, ich habe einen Termin bekommen am 6. März beim Friseur. Wie schön ist das? Und auch hier haben wir die Schlange. Also wir sind immer noch mit dem Seelenpartner hier, mit seiner Identität unterwegs. Das wird jetzt ein bisschen größere Legung sein. Und heute Abend um 20 Uhr habe ich auch mit 20 Uhr mit euch einen Livestream. Und ich habe euch angekündigt, dass ich auch Gummischlangen also so Gummibärchen-Schlangen aus diesen Haribo-Tütchen mir auch mitbringen werde. Wenn du auch was sowas naschen möchtest, also freue ich mich total, dann kannst du das auch mitbringen zum Livestream und da kannst du auch so, was du magst, ja? So, also die Schlange spielt hier bei dem Seelenpartner noch eine Rolle. Wir sind noch bei seiner Identität. Also symbolisiert hier gegebenenfalls, dass hier noch eine Energie von einer dritten Person
präsent ist. Das kann jetzt hier Tochter sein, das kann jetzt eine Ex-Frau sein, eine noch bestehende Partnerschaft sein, eine Freundin plus oder Freundin oder weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich würde eher Mama, Mutter, Mutti, Mutti. Also es könnte jemand Weibliches sein, so sehe ich die Schlange. Schlange kann auch für Heilung stehen, aber momentan jetzt hier in Verbindung mit dem Seelenpartner deute ich jetzt das als eine Frau, ja? Also bei seiner Identität. Also schon mal, da ist er. Und er schaut voll in diese Liebe, das liebevoll, total liebevoll. Und wie gesagt, bereit, wirklich sich im 180 Grad zu drehen, sich komplett neu auszurichten. Er sucht noch nach Möglichkeiten, er möchte gerne ankommen. Unbewusst natürlich macht ihm das schon nervös. Wie soll das denn gehen? Ja? Und aber unbewusst spürt er auch diese Wärme, diese Verbindung. Er spürt ja auch diese Werte, diese Verbindung mit dir. Also, dass es so eine Wärme und Geborgenheit ihm gibt. Also im Grunde ist hier der Berg, also der Berg symbolisiert hier nochmal die Entfernung. Aber es könnte auch sein, dass er unbewusst denkt, boah, was habe ich mir wieder eine große Aufgabe oder eine große Herausforderung auch ausgewählt. Aber trotzdem ist es mir, das macht ihm so ein bisschen nervös, aber trotzdem erkennt er den Wert dadurch, ja. So nehme ich das Ganze jetzt hier generell wahr. So, du schaust hier allmählich aus dem Bild, das weißt doch ganz genau, dass du deinen Wert erkannt hast. Dass du aus dem Bild herausschaust, das weißt du ganz genau. Und der weiß auch wirklich, dass du ihm so ein Stück weit auch den Rücken gekehrt hast. Dass du unbewusst zwar noch an ihm denkst, auch an Nachrichten von ihm denkst und auch an die Stabilität und den unbewusst hast du hier auch diese Aufbruchstimmung, der Glück. Aber du bist jetzt mittlerweile in der Energie, wo du alles genau nachprüfst, anschaust. Also so ein Stück weit hast du noch die Tür offen, also unbewusst. Also du hast noch nicht ganz hinter dir die Wege verbrannt. Das weiß der auch. Das weiß der auch. Und dass das jetzt seit längerem ist und der weiß auch um deinen Wert, dass du die karmische Seelenpartnerin bist, dass ihr hier gemeinsam eine Verabredung habt. So, wir gucken nochmal. Also, bei dir weißt du auch um deine Gedanken, also weißt ganz genau, wie du tickst, ja, das weiß der. Und du weißt auch, dass du, wenn du dich auch abgewendet hast, so ein bisschen halt eine Maske trägst, dass du ein bisschen halt diese Maske trägst und wie gesagt, also alles so ein bisschen im Verborgenen hältst oder zurückhältst oder dir das auch ein Stück weit schon selber verbietest, dass du sagst, nee, ich möchte das jetzt nicht. Also das weiß der auch, dass du da dich davon so ein Stück weit distanziert hast oder dir das verbietest. Aber du weißt ganz genau um deine tiefe Liebe. Und deine tiefe Seelenliebe weißt du schon genau Bescheid. Er weiß aber auch, dass du hier auch eine gewisse Sackgasse dich befindest in deinem Leben. Ja, eine Sackgasse ist so, wenn du einfach nicht weiterkommst, wenn also von ihm auch momentan noch nichts kam und dadurch auch deine Entscheidungsunfähigkeit daraus resultiert, das weißt du ganz genau. Und im Grunde weißt du auch ganz genau, dass hier, dass du eine feste Partnerschaft möchtest mit Beständigkeit, eine Liebesbeziehung. Das weißt du ganz genau.
wie du jetzt auch so unbewusst denkst. Er dagegen hatte starke Sehnsucht und möchte am liebsten in deine Richtung kommen, möchte er. Allerdings, ich habe das Gefühl, entweder das sind die Kinder daran hindern und darum beobachtet alles so abseits so ein bisschen, hatte auch Ängste von Verletzungen und das muss er wirklich loslassen, dass er dieses tiefe Gefühl also in deine Richtung zulässt und natürlich auch dir treu bleibt. Aber was ist mit dieser Schlange? Was hat diese Schlange denn auf sich? Lass uns doch mal gucken. So, wir gucken jetzt mal hier diesen Berg an. Dann gucken wir mal, was verbietest du dir denn hier alles, die Blockade, warum die Maske? Also du hast aber auch ordentlich Entscheidungs- und Fähigkeit. So, lass uns doch mal seine Ängste, die Verletzungen und hier die Transformation gucken. So. Seelenpartner Identität. So, also das ist wirklich eine große Herausforderung, das weiß der ganz genau, aber er weiß auch, der hat es auch erkannt, wie viel Potenzial da drin wäre, wenn ihr beide zusammen wärt, ob ihr nun Musik zusammen macht, ob ihr jetzt irgendwie malt oder Karriere startet oder Immobilien verkauft oder was auch immer, ne? Also spirituell arbeitet oder zusammen kocht, wie auch immer. Also der weiß ganz genau, wie viel Potenzial also in eure Verbindung steckt und das wäre für ihn wirklich eine Herausforderung. So, wir gucken jetzt mal deine Sachen. Worüber grübelst du denn? Also du grübelst auch mehr oder weniger schon, wie gesagt, über die Öffentlichkeit, was die Menschen auch dazu sagen, was vielleicht in seinem Umfeld die Menschen sagen, in deinem Umfeld die Menschen sagen. Also das spielt hier schon eine Rolle. Und, also auf jeden Fall, ja, du trägst die Maske, weil du ganz genau spürst, da gibt es noch jemanden in seinem Leben, der vielleicht auch so Eigenschaften einer Schlange hat. Also dass der sagt, die könnte gegen eure Verbindung sein. Das können auch manchmal die Kinder sein. Also ich weiß zwar nicht warum, also das kann auch eine Rolle spielen, dass die dann halt keinen anderen Partner akzeptieren oder halt Schwierigkeiten verbreiten. Oder es kann eine Mutter sein, die sich nicht von einem Tochter, Sohn, was weiß ich, lösen kann. Die Ex-Frau, die Freundin plus, die sagt, ach, was willst du mit ihr? Also da, und deswegen trägst du hier halt diese Maske und hältst du dich im Verborgenen, weil du diese Energie einfach spürst. Im Verborgenen weißt du auch, das ist tief in deiner Seele, tief in deinem Unterbewusstsein, das Ganze verborgen. Und also, was ich jetzt hier noch generell sehe, also Blockade ist, hat was mit deinem Mut zu tun, dass dich auch immer wieder, auch wenn du jetzt noch so selbstbewusst und selbstsicher aussiehst, also dass dir auch oft der Mut und der Stärke und Ausdauer auch fehlt, wirklich ewig an so eine Situation festzuhalten, das blockiert dich dann ein Stück weit besser. Und warum verbietest du dir das? Weil du da deine tiefste, innerste Gefühle, die Sinnlichkeit oder dein Verlangen, was du vielleicht auch von dir so nicht kennst, was also auch körperliche, sexuelle Natur sind, dass du das nicht leben kannst. Also da erwecke den Tiger in dir so ungefähr und das verbietest du dir. Ja, das verbietest du dir, weil du das spürst, was der Seelenpartner in dir auslöst. Das ist Wahnsinn. So, in der Sackgasse befindest du dich ein Stück weit, also wegen familiären Themen. Entweder deine Familie, seine Familie, also irgendwie oder familiäre Strukturen, die du noch hier mit dir trägst und wo du das, wo du nicht weiterkommst und wo du das so nicht auflösen kannst. Also, dass ich ein Beispiel nenne, zum Beispiel, du hast irgendwie
was von deinen Eltern, von deiner Beziehung übernommen. Die sind getrennt und diese Muster trägst du mit dir. Hast du Angst vielleicht auch, wenn du mit ihm zusammenkommst, dass es wieder zu Trennung kommen könnte? Oder. Schau einfach in deinem Familiensystem, was wiederholt sich denn oft bei euch in Liebesbeziehungen, in der Familie? So, Entscheidungsunfähigkeit, also du bist jemand, der sehr schnell begeistert ist. Du bist auch jemand, der sehr leidenschaftlich ist und auch nach vorne gehen möchte. Aber wiederum, wenn es um Entscheidungen geht, reagierst du vielleicht zu plötzlich und dann drehst du dich aber auch so ein Stück weit im Kreis, weil du aus diesem Hamsterrad, also nicht den Absprung schaffst. Also du denkst, einen Tag möchtest du, also alles aufgeben, möchtest du losstarten und einen Tag machst du dann halt einen Rückzieher. Und das ist dann halt wie dieses Karussell fährt, so am Karussell, dass sich dann halt dadurch immer wieder eine bestimmte Zyklus, immer wieder eine bestimmte Situation in dein Leben kreierst und immer wiederholst. So, dann schauen wir bei Seelenpartner. Oh, der hat mit dem Vorleben eine Transformation, was er mit dir also zu tun hat, was er jetzt momentan durchläuft, also das vergangene Leben und die Verletzungen. Ja, also der weiß das ganz genau, dass diese Verletzungen, die er jetzt befürchtet, ja, dass es auch ein Stück weit auch mit dem Universum zu tun hat. Also ich sage jetzt mal einfach, wenn er der Impulse oder die Fügungen nicht, wir haben ja immer alle den freien Willen, ja, und auch in der Seelenpartnerverbindung, wir haben ja eine Aufgabe. Und wenn dein Seelenpartner diese Aufgabe missachtet oder ignoriert aus lauter Ego oder wird befürchtet auch, dass ihm also das wiederkommt oder schlechter geht, wie du siehst, mit diesem Verletzungen, dass er wiederum schicksalhaft diese Verletzungen zugefügt bekommt oder halt dazu geführt wird durch diese Verletzungen, durch Krankheiten, durch Pechsträhne oder wie auch immer. Also wird zu dem Schicksal dorthin geführt. Wovon hat er Angst? Ja, er hat Angst vor der eigenen Courage. Er hat Angst vor seiner eigenen Männlichkeit. Er hat Angst vor seiner eigenen Stärke auch ein Stück weit oder von seinem Selbst, was er so tief in ihm steckt. So, das war die Legung. Ich würde das auch jetzt so, wie es ist, gerade so belassen. Ich würde auch keine Zusatzkarte ziehen. Also ich mache noch eine kurze Legung für euch und wir treffen uns natürlich heute Abend um 20 Uhr beim Livestream. Natürlich freue ich mich über ein Like, über ein Abo, übers Teilen, Kommentieren sowieso. Und ich sage bis später, bis bald. Namaste, deine Valeria.